Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Raven's Cry. Und zwar auf Bridgetown. In Bridgetown. Auf und in und überall und überhaupt und was auch immer. Wir gehen jetzt mal verkaufen. Und zwar, wo war denn der Händler? Der Händler. Händler? Hat er die Händler? Hallo? Ach, da vorne ist er ja schon. Er leckt's aber wieder kurz mal hier. Nicht so schön. Aber, naja, gut. Naja, okay. So, Händler. Wir machen dir die Hände leer. Wollt ihr etwas? Komm mal her. Beziehungsweise, nein, wir machen dir die Hände voll, weil wir wollen ja Zeug loswerden. Haha, wir haben ja hier schön Seide. Genau. Und Gewürze bringen ja auch ganz gut Kohle, sehe ich gerade. Das ist schön. Tabak auch. Zucker nicht. Cannabis. Naja, komm, hauen wir weg. Und Kakao haben wir auch weg. So, 25 Riesen haben wir fast wieder. Das ist schön. Und wir sind wieder fast leer. So, wir haben... nein. Pink? Pink? Was für Pink? Was für Pink? Was ist denn hier Pink? Hallo? Hier, Pink. Was? Da ist kein... Willst du mich verscheißern? Was ist das denn? So, wir laufen da mal hoch. Das muss hier gewesen sein. Ich bin mir da ziemlich sicher. Hier, vielleicht. Ja, genau. Da kamen wir rum. Leute, sorry, wenn das wieder ein bisschen ruckelt momentan. Das liegt wieder am Rennen nebenher. Das kostet mich einfach extrem viel Zeit, wenn ich immer warten muss, bis das Scheißding fertig gerendert hat und ich das dann wieder aufnehmen kann. Und bei Raven's Cry geht's ja. Bei Seven Days to Die zum Beispiel, da kann ich überhaupt nicht, das geht nicht, das liegt am Spiel. Das ist so total übel, wenn man da nebenher rendert, da kann man nicht zocken, das geht nicht. Falls da einer mich eines Besseren belehren könnte durch bestimmte Einstellungen oder so, immer her damit, aber so wie ich das bei mir habe, geht das nicht. Wir speichern mal ganz kurz. Nicht, dass wir von dem Typen jetzt auch noch angegriffen werden, falls der überhaupt mal mit uns reden will, dieser Sack. Du Drecksack. Natürlich. Natürlich immer noch nicht. Diese Quest, oh, ich werde wahnsinnig. Es ist einfach nicht möglich, diese Quest zu beenden. Es ist doch scheiße hier. Hier, die Spanier greifen an. Verdammt, bla bla bla. Herausfinden, wer uns an die Spanier verraten. Du sollte ich beim General, genau, beim General. Hallo, Herr General. Du bist der General da oben. Du. Und du redest nicht mit uns. Das ist natürlich. Vielleicht sollte ich ihn einfach angreifen und töten. Dann habe ich allerdings ein paar Feinde hier, wie wir sehen. So, das ist mir jetzt aber alles zu blöd. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wenn das hier alles nicht funktioniert. Scheiß auf Kumana, scheiß auf den General. Wir gehen jetzt weitermachen mit Avery's Quest-Reihe. So, da war gerade wieder kurz der Ton weg. Ganz kurz beim Laufen. Ich habe schon befürchtet, das Spielchen stürzt wieder ab, wie in der letzten Folge. War nicht so toll. Da hätte man sich ein besseres Timing raussuchen können zum Abstürzen, ne? Hallo. Okay, ich muss gestehen, Leute, das läuft schon ein bisschen laggy momentan hier. Normalerweise lief das bei Raven's Cry auch echt flüssig, aber ich... Ich weiß nicht, was da los ist. Ich muss in Zukunft wohl, vielleicht liegt es auch an der Stadt, ich weiß es nicht. Die Frames, die sind recht niedrig hier in der Stadt. Ist nur beim Rendern so. Tja. Gut, okay, dann muss ich wohl in Zukunft doch warten. Weil ich will ja euch nicht hier, da wird es schon besser mit den Frames. Jo, ist wohl zu viel los in der Stadt, ne? Was sollen wir machen? So, wir gehen weiter. Und zwar müssen wir ja zum Avery Hafen. Ja, genau. Oh, ich habe keinen Proviant mehr. Das ist ja super. Ach egal, komm, wegen den paar Peanuts da. Ja, wir haben keinen Proviant mehr. Dann lassen wir doch gleich mal unsere Moral sinken. Hier ist die Flaggen. Wir wollen nicht, Captain. Wir haben keinen Proviant mehr. Ja, okay.
Ich höre schon auf. Aber jetzt kriegen sie ja wieder Proviant, die lieben Männer. Aber ich darf ja nicht über unsere Männer herziehen. Wir, was wären wir denn ohne sie, ne? Man muss es ja immer so sehen. Ohne unsere Männer alleine das Schiff steuern könnten wir nicht. Wir könnten keine Seeschlacht gewinnen. Wir könnten gar nichts machen. Deswegen, danke, dass wir sie haben. Hier saß... ach nee, Quatsch. Schiff, Dingens war ja da hinten. Genau. Ach so, da hinten. Noch weiter hinten. Genau. Jetzt haben wir's. Schwuppdiwupp, wollte ich schon sagen. Und dann brechen wir uns noch fast die Haxen. Ist eine Rep mehr, oder? Keine Sorge. Nee, nee, nee. Wobei, Reparatur müssen wir reparieren. Ach ja. Stimmt ja. Ich habe da was vergessen. So. Schrot brauchen wir unbedingt. Kanonen können wir ein paar loswerden. Schrot nehmen wir ein bisschen mehr. Proviant. So, ganz wichtig, wir haben kein Proviant mehr. Was das wieder Kohle kostet, das ist doch unglaublich. Da gehen wir schon auf den Sack. Wir müssten eigentlich, auf jeder Fahrt irgendwen plündern, ne? So wie wir das ja schon mal gemacht haben. Übrigens, hier sind die Frames gerade super. Das lag wohl hier an Bridgetown. Da ist wohl zu viel los. Okay, Moment. Nein, 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 nein. Moment. Bevor wir jetzt hier alles gemacht haben und dann angegriffen werden oder sowas. Solche Späßchen kennen wir ja. Wir speichern. Und zwar gehen wir jetzt weiter. Wir machen mal einen Zwischenstopp bei... Nee, nicht Redonda. Ich hasse Redonda. Da muss man immer so weit laufen. Komm, wir tuckern einfach direkt drüber. Vielleicht können wir unterwegs wen plündern. Flotilla der Piraten. Ja, leg mich am Socken. Hier, spanisches Handelsschiff. Dich machen wir kalt, du. Mit den Spaniern. Yes, Sir. Oh, Chancen. Nein. Nein. Wir greifen lieber nochmal an. Ach, das ist auch eine Kriegsgaleone. Ja, leck mich am Arsch. Audi ho. Aua. Aua. Okay, die sind da fast alle kaputt. Sehr schön. Hallo, hallo. Einmal dürfen wir noch kommen. Dass sie nicht mehr schießen können. Und wir nicht noch mehr Schaden nehmen. So. Das ging doch mal wieder einfach. Aber das ist ja auch ein Handelsschiff. Die können nichts. Die haben nur schön Frachtraum. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir da auch schön abräumen können. So, lass mich jetzt please mal entern. Hallo, please, please. Entern. Oh yeah. Sehr nice. So, bitte Seide und so ein Schnickschnack. Sowas ist natürlich geil. Ein spanisches Handelsschiff, was man in 5 Sekunden kurz mal entern kann. Plündern kann. Das finde ich... Wow. Wow. Alter, haben die viel dabei. Cannabis. Rum. Rum könnte ich auf Redonda teuer verkaufen. Aber da muss ich wieder... Nee. Kaffee. Nee, wir nehmen lieber Kaffee mit. Alter, ist das alles schwer. Zucker, scheiß auf Zucker, der bringt eh nie Kohle. Ja. Ja, komm. Ja. Ja. Sollen wir das so lassen? Komm, wir nehmen noch ein bisschen, nee, Wurst. Weg damit. Oh, die Spanier, die hassen uns mittlerweile. Oh, 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 oh. Die können uns auf den Tod nicht mehr ausstehen. Wir müssen speichern. Das lief so einfach, so gut, da müssen wir speichern. Und weiter geht's nach St. John. Nein. Oh. Wisst ihr was? Ich habe da jetzt keine Lust drauf. Nein, das muss nicht... Nein, nein, wir laden, nein. Ich hab doch gerade schon... Nee, ich muss nicht. Muss nicht. Schneller, ihr Fan. Muss nicht sein. So, Gott sei Dank sind wir diesmal durchgekommen.
Habt hier wurden Sklaven für 1500 Pfund Zucker pro Kopf. Schottische Gefangene, sowas aber auch. Tja, die armen Schotten. Und jetzt sind wir da, St. John. Mal gucken, was er zu sagen hat, was wir als Belohnung kriegen oder. Oder was wir als nächstes tun müssen. Automatische Speicherung. Fallerei. Ich glaube, wir müssen ja wieder. So, erstmal kurz hier. Jetzt, was wollte ich sagen? Wir müssen, glaube ich, wieder uns ewig viel anhören von dem Typen. Der quatscht ja ganz gerne mal. Howdy, Avery. What's up? Wie ich höre, ist die Sammlung an Uniformen gewachsen. Es sind 12 Stück. Ein überaus nützliches Dutzend. Und da wir schon beim Thema sind, würde ich es begrüßen, wenn wir keine Zeit verschwenden. Eins noch, Christopher. Ich weiß ja, dass ihr ein ungeduldiger Mann seid. Vielleicht möchtet ihr euch gleich noch um eine andere Sache kümmern. Hauptsache, sie bringt mich Kensington näher. Das ist der Fall. Einflussreiche Freunde sind überaus nützlich, meint ihr nicht auch? Ihr müsst es ja wissen. In der Tat. Allerdings habe ich vor langer Zeit gelernt, dass man manchmal auch Freunde niederen Standes braucht. Freunde, wie ihr sie habt, Christopher. Meint ihr in Bridgetown? Maria wird nicht umsonst helfen. Nicht doch, Christopher. Ich denke an die Ausgestoßenen der Gesellschaft, an flüchtige Sklaven, die sich selbst Maroons nennen. Ihr wollt die Maroons dafür bezahlen, dass sie gegen Kensington kämpfen? So läuft das nicht. Für sie muss es triftige Gründe geben. Deshalb war es ja so interessant herauszufinden, dass Kensington kein Fremder für sie ist. Inwiefern? Wusstet ihr, dass es kurz vor eurer Ankunft einen Aufstand auf Kensingtons Plantage gegeben hat? Ein Haufen Maroons hat versucht, Kensingtons Sklaven zu befreien. Was erbärmlich daneben ging. Kensington war vorgewarnt und die Maroons zu schlecht bewaffnet. Es hat viele Tote gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass die ehemaligen Sklaven noch an ihrer Niederlage zu beißen haben. Wenn nun jemand zu ihnen käme, jemand, den sie kennen, und ihnen eine Chance bietet, sie mit vielen Musketen auszurüsten. Ihr versteht? Tja, das klingt interessant. Ja, nur weiß ich nicht, wo sie sind. Normalerweise halten sie ihren Aufenthaltsort geheim. Okay. Ja, ich würde sagen, da machen wir mit. Das ist zwar echt scheiße wieder, aber wir müssen ja wahrscheinlich, um die Quest weiter zu verfolgen. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass die Maroons dafür draufgehen, aber naja. Okay. Ja, nur weiß ich nicht, wo sie sind. Normalerweise halten sie ihren Aufenthaltsort geheim. Was ihnen nicht immer gelingt. Das letzte Mal hatten Kensingtons Männer gute Ohren. Diesmal meine. Ihr wisst also, wo sie sind? Ich weiß, wo sie sein werden. Meine Späher haben gehört, dass sie Ausrüstung brauchen. Sie hoffen, alles Nötige am Hafen zu finden, wenn die Schiffe der Händler einlaufen. Wenn Sie im Hafen einen Überfall planen, wird es sicher ein wenig zu hektisch für Diskussionen. Ihr müsst sie ja nicht bei der Arbeit stören. Aber wie ich annehme, müssen sie das Diebesgut irgendwo verstauen. Nach dem Überfall werden sie vermutlich gesprächiger sein. Wenn Sie Erfolg haben. Oh, ich denke, ein gewisser jemand könnte Ihnen ein wenig mit den Wachen helfen. Lasst mich raten. Ein Freund von euch? Ja, die Schützenhilfe sollte Ihre Stimmung aufhellen und das Gespräch um einiges vereinfachen. Alter Schwede, was kann ich denn da alles sagen? Was ist bei dem Aufstand schiefgelaufen? Wenn er den Maroons nur eine Nachricht zu. Komm, wir fragen einfach mal durch. Was genau ist bei dem Aufstand schiefgelaufen? Jemand hat zu viel geredet und Kensingtons Männer haben Wind von der Sache bekommen. Sie waren auf alles vorbereitet. Und die Waffen? Kensingtons Leute sind gut ausgerüstet. Die Maroons waren es nicht. Wenn sie den Überraschungsmoment auf ihrer Seite gehabt hätten.
aber so war es, als ob die Hasen einen Fuchsbau erobern wollen. Klingt nach einem Gemetzel. Nicht so schön. So, fragen wir das nächste. Wenn ihr den Maroons nur eine Nachricht zukommen lassen wollt, warum schickt ihr nicht Ray? Ich glaube, dass die Sklaven niemandem trauen, den sie nicht kennen. Und nun ja, Ray, er hat's nicht so mit Sklaven. Tja. Ich bin wohl kaum der beste Mann. Egal, wir sagen einfach alles. Sache. Ich kenne nur ein paar von ihnen. Nun, ich schätze, einige von denen, die hier in der Gegend sind, kennen die Maroons, die ihr kennt. Es gibt niemanden, der geeigneter wäre als ihr. Nun denn. Jo, er könnte einen Sklaven schicken, aber das halte ich für ziemlich sinnlos. Und er kann sie mit Waffen unterstützen? Aber ihr könnt sie mit Waffen unterstützen. Waffen kann ich ganz sicher organisieren. Man könnte sie unbewacht an einer gewissen Stelle deponieren und die Maroons darüber in Kenntnis setzen. Theoretisch betrachtet gibt es da eine Menge Möglichkeiten. Ja, hört sich gut an, ne? Ihr würdet ihnen also helfen, wenn sie Kensington erneut angreifen? Himmel, nein! Könnt ihr euch vorstellen, wie ich auf Kensingtons Plantage mit einer Waffe herumfuchtle? Aber sie bekämen natürlich Informationen und, nennen wir es mal, inoffizielle Unterstützung. Hunde soll man ja bekanntlich gut behandeln, bevor man sie zur Jagd einsetzt. Naja. Okay, also das mit dem Sklaven, das lassen wir, wobei... Ihr könntet einen jetzt einfach Sklaven schicken. Ihren eigenen Leuten trauen sie. Ach, Christopher, fast hätte ich das ernst genommen. Ein guter Witz, wirklich. Psychologisch betrachtet wäre das sicher ein interessantes Experiment. Realistisch betrachtet könnte man aber ebenso gut einen Hund schicken. Dann überlasse ich euch mal euren Gedanken. Ja. Wie überaus freundlich, auch wenn ich eure Gesellschaft sehr schätze. Okay, wie Sklaven halt behandelt werden, das ist ziemlich grauenvoll. Okay, finde die Maroons im Hafen. Und zwar in welchem Hafen? In, auf Bridgetown oder was? Nein. Oh, was ist hier? Ah, ist das direkt hier sogar? Ja, das scheint so, ne? Von denen funktioniert ja eh nichts hier. Ja, dann machen wir doch hier. Das ist das. Tatsächlich. Alright, Leute, da gehen wir hin. Aber wir müssen, glaube ich. Ja, da rechts rüber. Da müssen wir erstmal hin. Schauen wir doch mal, was uns da gerade erwartet. Für den Anfang. Die Quests sind ja dann doch mittlerweile ein bisschen umfangreicher. Hafen betreten. Such die Maroons. Ja, ich hab sie doch schon. Seid ihr die Maroons? Da ist einer gestorben. Waren das die Leute, die mit den Wachen helfen sollten? Also wenn die sich irgendwo verstecken für einen Überfall, dann kann das ja eigentlich nur hier hinten sein, ne? Wir gucken einfach mal. Ich bin mir da auch nicht so sicher jetzt gerade, aber... Hallo? Tja, sieht nicht so aus, als hätte ich recht gehabt. Naja. Aber irgendwo müssen die doch hier rumgammeln. Vielleicht hier oben irgendwo. Leute, was ist hier denn? Da ist eine Höhle. Oho. Krass.
Da war ich ja noch nie. Das ist ja geil. Geil, hier gibt's ein Lager. Coole Sache. Das wird wohl, gehe ich mal stark von aus, deren Lager sein. Es ist nur die Frage, wo sind die? Hier komme ich hinten auf der... Hier komme ich... Hä? Das hätte ich ja nie gefunden. Da hätte ich da... Da muss man das mal drauf kommen, ne? Wo finde ich jetzt diese Maroons, Leute? Also hier bin ich sowieso falsch, ne? Ich muss ja wieder runter zum Hafen. Aber da unten habe ich nichts gesehen, um ehrlich zu sein. Mit denen können wir nicht quatschen. Können wir hier links noch irgendwo hin? Tja. Aha, ja. Ein bisschen komisch. Tja, tja, tja. Und mit denen können wir auch nicht quatschen. Vielleicht hier oben. Wir versuchen mal unser Glück. Kommen wir da rein? Natürlich nicht. Tja, Leute, ich check's mal wieder nicht. Also entweder bin ich total blind oder blöd oder beides oder ich, ich weiß nicht. Haben wir irgendwas in der Quest stehen, was uns helfen könnte? Könnte... Faktions. Hallo? Die Quest? Wo ist... Die Quest ist weg. Warum ist die Quest weg? Müssen wir wieder zu Avery zurück? What the fuck, Leute? What the fuck? Was ist denn hier schon wieder los? Das wird ein bisschen verwirrend. Wir haben die Maroons gefunden. Da stehen jetzt 4 Stück rum, die aber nichts quatschen. Und die Quest ist plötzlich aus dem Lock weg. Ein wenig seltsam. Mal gucken, ob wir noch mal kurz mit dem hier palavern können. Eure Sklavenfreunde werden ihren Raubgang im Hafen kaum verschieben, nur um auf eure Ankunft zu warten. Tja. Ja. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Wir haben die doch gefunden. Beziehungsweise wir haben den Hafen gefunden. Also wir sollten da hinten hin. Was ist mit dem Hafen hier? Hä? Sollen wir die hier umnieten oder was? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Wir speichern mal hier kurz. Seltsam. Ich töte sie mal. Aber das kann wohl kaum des Rätsels Lösung sein. Weil ich denke ja eher, dass das die sind, die wir beschützen sollen. Guck mal, wir können sie gar nicht töten. Ja, genau. Ich glaube, das ist schon wieder ein Bug.
Okay, Leute, okay, ich checke es einfach wieder nicht. Ich checke es einfach wieder nicht. So, wir... Hier hinten gab es doch nichts. Findet ihr mir Runes? Oder whatever. Es gibt keine Quest, es gibt keine Questlog mehr. Das blicke, wer will. Hier ist nichts, Leute. Hier ist absolut nichts. Die können sich ja wohl kaum im Sand vergraben haben, ne? Tja, ein wenig seltsam. Wir machen hier mal ein kurzes Päuschen, Leute. Ich guck mal, ob wir irgendwie in der nächsten Folge das hinkriegen, dass wir hier wieder eine Quest dazu haben. Ein bisschen komisch. Okay, naja, gut. Das, war's dann erstmal für diese Folge. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Aber das sollten wir doch irgendwie gelöst bekommen. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Tschüss.